Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Juliane Köber-Oechsle von AIFS, AIFS Educational Travel, und wir sind bei der Expo Lingua dabei und wollen euch einfach ein bisschen was erzählen heute zum Thema Gap Year, Auslandsaufenthalt, einfach warum macht es uns Spaß, warum ist das so inspirierend. Und ich will jetzt gar nicht großartig ganz viele Programme erklären, sondern ich habe eine Interviewpartnerin mitgebracht und ich denke, Friederike, du stellst dich schnell selber vor. Genau, ich bin Friederike. Ich war selber als Highschool-Schülerin für ein Jahr in den USA, bin dann auch in der Zeit noch sehr viel gereist danach und habe dann auch mein Dualstudium bei AIFS in Berlin angefangen für Tourismuswirtschaft und habe dann auch nochmal ein Freiwilligenprojekt auf Sansibar gemacht. Genau, und ich möchte einfach Friederike ein bisschen interviewen, weil ich denke, das ist ja immer auch eine ganz spannende Frage, warum macht man sowas eigentlich? Und das wäre eigentlich so gleich meine erste Frage. Du warst ja noch relativ jung, Friederike, als du dich entschieden hast, zu sagen, okay, ich verbringe jetzt mal eine Zeit im Ausland, mit 14 wahrscheinlich überlegt, mit 15 dann geplant. Was war deine Motivation, einfach wegzugehen aus Brandenburg in die USA zum Beispiel? Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel, ich war zur Jugendweihe, waren wir einmal in den USA und da habe ich mich halt ins Land verliebt, wollte unbedingt mal in so einem Schulbus fahren. Und dann kam eine Freundin von mir, die auch mit AIFS auf die Highschool gegangen ist. Da dachte ich mir, eigentlich ist das ja eine richtig coole Idee. Und dann halt einfach, um in den USA mal zu leben und auch auf so eine Highschool zu gehen, um die Sprache einfach zu lernen für mein Abi und für mein weiteres Leben dann. Genau. Und du hast es ja direkt nach der Schule gemacht und warst ja später auch nochmal in ganz vielen anderen Ländern. Kannst du nochmal kurz sagen, wo du dann noch so gewesen bist? Wir sagen ja auch immer einmal im Ausland gewesen, Fernweh auf Lebenszeit. Genau. Also ich war jetzt ein paar Mal in den USA. Ich war auf Sansibar in Südafrika, Botswana, also so die südlichen Länder in Afrika, auf Bali und halt ein paar so asiatische Länder waren meine Hauptreiseziele in den letzten 3, 4 Jahren. Genau. Und du hast ja auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt, so mit, sag ich mal, Leben in der Gastfamilie, aber eben auch so in der Unterkunft im Freiwilligenprojekt. Das war für dich okay so? Also es war ja ganz anders als zu Hause, oder? Ja, definitiv. Also das Leben in der Gastfamilie war halt einfach unglaublich toll, auch weil ich jetzt eine zweite Familie im anderen Land habe, zu denen ich immer kann, mit denen ich immer schreiben kann, zu denen ich Kontakt habe, immer noch. Und obwohl ich auch schon wieder seit 6 Jahren hier bin. Und man hat halt einfach die Kultur richtig gut kennengelernt. Die Leute, die das Leben, was die für Werte haben. Und daran einfach wirklich dran teilhaben können, was man ja sonst als Tourist nicht kann. Und dann meine Projekte, zum Beispiel das Freiwilligenprojekt, das ich gemacht habe, da habe ich dann halt wirklich viel auch nochmal die Kultur kennengelernt. Aber auch von anderen Ländern, weil wir viele Freiwillige waren. Und dann habe ich halt da auch viel auch selbstständig werden können in der Zeit. Genau, also du hast auch viel mit anderen Internationals so zu tun gehabt. Genau. Ich kenne jetzt Leute auch aus Australien, aus Kanada. Sehr viele Leute kenne ich jetzt. Genau, ja, und das ist das, was AIFS einfach auch immer wieder so möglich macht, dass man also wirklich auch, wenn man unterwegs ist, ganz viele Menschen aus der ganzen Welt trifft. Also nicht nur in den Ländern, in die man reist oder die man bereist oder in denen man lebt oder arbeitet oder studiert, sondern dass man eben auch dort vor Ort auf andere Internationals trifft und mit denen natürlich auch seine Kultur tauschen kann. American Institute for Foreign Study, unser Hauptoffice ist in den USA, aber wir haben in Bonn und in Berlin jeweils unsere Büros. Wir haben in Wien und zukünftig auch in der Schweiz Ansprechpartner und ganz wichtig, unser Beraternetzwerk. Wir haben also immer vor Ort unsere persönlichen Reisebegleiter, also nicht eben nur in den großen Städten, sondern eben über 100 begeisterte Menschen, die sozusagen uns unterstützen und auch vor Ort eben die Programme, also euch helfen, auch bei den mit den Programmen zu schauen, was passt zu mir und so weiter. Und was ganz Besonderes ist, und das hast du ja selber auch so ein bisschen erlebt, Friederike, ich muss das mal hier ein bisschen runternehmen, man kann natürlich bei uns ganz viele Programme miteinander kombinieren. Und ich glaube, dieses Hintereinander, beziehungsweise diese Kombination, du bist ja nach deinem Aufenthalt auch gereist, genau. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, wie das so mit dieser Kombination für dich funktioniert hat? Das war richtig super, weil man halt die Möglichkeit hat, erst wirklich die Kultur kennenzulernen. Man hat die Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen zu kommen.
einfach schon mal das alles kennenzulernen. Man wird nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen und ist dann alleine, sondern man lernt halt die Menschen kennen. Man lernt so die Kultur, die Sitten, alles. Und danach selber noch ein bisschen auf eigene Faust zu erkunden, ist halt für mich die beste Möglichkeit überhaupt, weil man halt so noch intensiver dann die Bindungen aufbauen kann und für sich das meiste rausholen kann. Wenn man auch selbstständig wird, man denkt sich, man kann sich dann in der Zeit in Ruhe angucken, was man machen will, wo man hinreisen will. Man lernt viele Leute kennen. Zum Beispiel, ich habe auch in der Woche dann, wo ich noch so gereist bin, sehr viele andere internationale Touristen kennengelernt und man wird halt einfach viel offener den Leuten gegenüber. Genau. Also du warst ja auch schon wirklich viel unterwegs. Was hat es denn so für deine Zukunft gebracht? Hat es eine Auswirkung gehabt, dass du zum Beispiel als Austauschschülerin ja in den USA gelebt hast? Ja, definitiv. Besonders, weil ich jetzt ja auch mein Dualstudium mache bei AIFS in Berlin. Das hat mich halt im Tourismus auch sehr stark beeinflusst, muss ich sagen. Auch das Freiwilligenprojekt, da hatten wir überlegt, dass wir das irgendwie vielleicht mit dem Tourismus für mich verbinden können einfach. Und da habe ich halt selber gemerkt, ich finde es total toll, meine Reisen selber zusammenzustellen. Aber auch einfach für mich persönlich, die Persönlichkeitsentwicklung, dass ich selbstständiger werde, dass ich auch wirklich, wenn ich Hilfe brauche, auch Leute um Hilfe fragen kann. Dass ich einfach auf die zugehen kann, dass ich mich traue zu reden, was ja auch besonders in einer fremden Sprache immer noch so ein bisschen so ein Hindernis ist, was man aber vielleicht auch im Job später braucht. Und da muss ich sagen, da habe ich mich für mich wirklich sehr gut entwickelt, dass ich das auch in meinem alltäglichen Leben anwenden kann. Genau. Jetzt natürlich, hast du schon so ein bisschen angesprochen, es kann natürlich unterwegs auch immer mal was passieren, es kann immer auch mal was schief gehen, es klappt mal was nicht. Ansprechpartner zu haben vor Ort war für dich auch ein ganz großes Kriterium. Ja, besonders bei dem Freiwilligenprojekt auch, da hatte ich dann auch noch, wir hatten andere, man, ich sag mal, es treffen ja Menschen aufeinander und dann kann natürlich immer irgendwas sein oder auch wirklich die Sprachbarriere einfach, dass man da irgendwie Probleme hat. Und das ist halt wirklich super, wenn man irgendeinen Ansprechpartner vor Ort hat. In dem Fall war bei uns immer noch eine Deutsche von der Organisation da. Und die hat dann auch immer Sachen für uns organisiert, die hat uns dann auch die Kultur näher gebracht, wenn wirklich mal irgendwas ausgefallen ist, weil die das vergessen haben oder so. Was halt in der Kultur vielleicht normal ist, haben wir dann halt so besser verstanden, als wenn uns einfach jemand gesagt hat, so ja, es fällt jetzt aus, es ist nicht, kümmert euch selber drum, was im anderen Land immer noch mal was anderes ist. Und auch bei dem Highschool-Jahr, dass man da immer irgendwie jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann, wenn man wirklich nicht weiß, was ist. Oder auch besonders in dem Alter traut man sich ja vielleicht noch nicht unbedingt auf jeden einfach so zuzugehen. Und erst recht, wenn man Probleme hat und anders erzogen worden ist. Und wenn dann mal jemand kommt und einen unter die Arme greift und sagt, so hast du Probleme, kann ich dir irgendwie helfen oder was ist mit dir los? Das ist schon sehr viel wert. Genau. Ja, wir bieten ja sehr viele unterschiedliche Programme an, kann man ja hinter mir auch so ein bisschen sehen. Also von Schulaustausch angefangen über Sprachreisen bis hin zu Au-pair-Programmen in vielen verschiedenen Ländern. Unser Camp Amerika-Programm, wo man halt über den Sommer in einem amerikanischen Feriencamp arbeiten kann als Counselor, als Betreuer. Die Work-and-Travel-Programme, die Freiwilligenprogramme, von denen du gerade gesprochen hast. Nun ist es ja so, in diesem Jahr sind wir ja alle ein wenig doch gehandicapt durch die Corona-Pandemie. Hat es deine Reisepläne beeinflusst? Warst du damit, also hast du damit Erfahrung gemacht, dass du vielleicht etwas nicht machen konntest? Ja, also auf jeden Fall, ich wollte eigentlich in meinem Urlaub im April eine Reise machen. Die wurde dann aber leider kurz vorher storniert, aber ich habe auch mein ganzes Geld wiederbekommen. Also das war keine, klar für mich ein Verlust an Reiseerfahrung, aber jetzt sonst kein weiterer Verlust. Und von unserer Kollegin zum Beispiel, die hatte zum Beispiel noch ein Au-pair-Jahr in Australien gemacht, ist dann zwischendurch nach Hause gekommen, um ihre Familie zu besuchen oder Freunde in den USA und ist dann wieder nach Australien. Und als es dann wirklich schlimmer wurde, ist sie trotzdem nach Hause gekommen. Also es gab immer eine Möglichkeit, dass man da irgendwie mit der Organisation auch Kontakt hat und die sich dann oder die einen helfen, nicht vielleicht und sich drum kümmern. Also Aber man stand dann nicht alleine da. es ist auch so, dass natürlich im Moment, und das weiß ich auch eben von unserer Kollegin, dass sie eben auch während der Corona-Zeit, gerade während der ersten Zeit im ersten Halbjahr dann auch in Australien geblieben ist bei ihrer Gastfamilie und die Familie natürlich dort auch unterstützt hat. Und so haben wir auch immer noch, gibt es immer noch sehr, sehr viele Au-pairs, die auch in Ländern wie in den USA, in Australien, in Neuseeland sind bei ihren Familien und dort eben auch unterstützen, weil natürlich die Familien genauso betroffen sind von Homeschooling und Homeoffice und all diesen Dingen.
Ja, wir haben ja so ein bisschen geredet so über die unterschiedlichen Programme und es ist natürlich ja auch immer so die Frage, wofür entscheide ich mich, wenn es zu viel gibt und wenn ich dann auch noch alles kombinieren kann und so weiter. Und meine Frage an dich ist so, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, also ich habe jetzt vor, mal für eine gewisse Zeit im Ausland zu leben. Wie war das dann, wie hast du sie denn in die Planung einbezogen? Ja, also mein erstes Mal, als ich in der 10. Klasse überlegt habe, in die USA zu gehen, war meine Mutti, also die fand die Idee sehr gut. Sie war aber ein bisschen skeptisch, weil ich nie irgendwie gerne in Sommercamps oder so mitgefahren bin. Da habe ich mich quasi geweigert, irgendwie sowas zu machen. Das war nie was für mich. Ich war immer tatsächlich jemand, der immer dann einfach zu Hause geblieben ist und dann mit Freunden hier was gemacht hat. Und da meinte sie halt so, okay, wenn du das wirklich möchtest, dann soll ich mich auch um die Bewerbung kümmern. Also sie hilft mir natürlich in allem Möglichen, also beim Arzttermin, in die Botschaft. Zum Beispiel wollte ich in die Botschaft in Berlin, die war aber leider zu und deswegen mussten wir nach Frankfurt fahren. Also die hat mich in allem Möglichen unterstützt. Sie hat mit mir die Bewerbung ausgefüllt. Ich möchte also auch so einbezogen werden, einfach, dass ich immer weiß, jemand steht hinter mir. Also sie hat auch gesagt, wenn ich das machen will, den Brief zur Anmeldung muss ich selber wegbringen. Das macht sie für mich nicht. Was ich auch sagen muss, war halt wirklich so, oh Gott, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Aber es hat mir wirklich geholfen, muss ich sagen. Also ich wusste, jemand steht hinter mir und sie weiß auch, dass ich eine sehr gute Beziehung zu meiner Gastfamilie habe, die sie auch respektiert, weil sie sie auch selber kennengelernt hat. Und genau, also ich habe sie überall mit einbezogen. Sie hat wirklich überall geholfen, auch mit der Schule hier und ja, wirklich also überall. Ich denke, das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Dass also IFS zum Beispiel auch beim Au-pair-Programm als eine der ersten Organisationen auch diese Workshops für Eltern, also Parents Only, anbietet, wo wir einfach versuchen, die Eltern mit ins Boot zu holen und zu informieren, was hinter den Kulissen abläuft, einfach auch natürlich, um euch, in dem Falle auch dich, wie du es erlebt hast, zu unterstützen. Das heißt, es gibt Workshops extra für Eltern, natürlich auch bei den Highschool-Programmen, bei den Studienprogrammen, so dass man eben auch wirklich sicherstellen kann, dass sie als Eltern, wie sie uns jetzt möglicherweise auch zuhören, einfach auch so viel wie möglich Informationen haben, um eben zum, vielleicht auch, sagen wir mal, ein bestimmtes Verhalten ihres Kindes irgendwie einzuordnen, weil vielleicht kriegt jemand ganz fürchterlich Heimweh und ist sonst so ein ganz taffer Mensch und auf einmal, ja, gibt es ganz komische Reaktionen, aber eben auch zu sehen, wie wir auch in der Welt sozusagen aufgestellt sind mit den Unterstützern, also mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Partnern vor Ort, die wir natürlich auswählen und auch immer schauen, dass sie also wirklich auch unseren Teilnehmern und Teilnehmern vor Ort Unterstützung zukommen lassen, wenn wir sie brauchen. Und deswegen ja, würde ich einfach genau mit dem Stichwort Heimweh weitermachen. Das hast du doch bestimmt auch erlebt. Und das ist eine Frage, die uns ganz, ganz häufig natürlich gestellt wird. Wenn ich jetzt diesen großen Schritt gehe, im Ausland zu studieren, in die Schule zu gehen, als Au-pair zu arbeiten, wie fühlt sich das an Weihnachten, wenn die ganze Familie... besonders Weihnachten, muss ich sagen, auch... mit meiner Gastfamilie damals. Ich habe eine Gastschwester, die mir älter ist und da hatte ich zwischenzeitlich auch wirklich Probleme mit ihr. Und dann, das war halt auch Weihnachten rum und dann hatte ich wirklich ganz dolles Heimweh. Ich wollte nach Hause, beziehungsweise wollte ich, dass mein Bruder aus Deutschland hinkommt. Genau, und meine Gastfamilie war aber dahinter mir. Also sie haben gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Die haben dann auch mit mir geredet. Sie haben versucht, das zu klären, weil sie auch gemerkt haben, dass zwischen uns auch was stand irgendwie und wir haben das dann auch klären können zum Glück. Meine Mutti stand hinter mir, die hat auch gleich, also ich habe natürlich auch mit ihr geredet, die meinte auch so, dass ich offen sein muss, dass ich reden muss, dass ich wirklich mit meiner Gastfamilie da, das wäre so schade, wenn man das irgendwie wegen so einer Kleinigkeit abbrechen würde und klar fiel mir das auch sehr schwer, darüber zu reden, besonders weil es halt was Persönliches ist mit in der Gastfamilie und ich habe dann wirklich mit meiner Gastfamilie einfach reden müssen und dann ging das auch wieder. Aber es war halt auch eine richtig schwere Zeit in dem Moment, besonders alleine in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Und ich bin aber jetzt wirklich froh, dass ich das dann doch durchgezogen habe, dass ich wirklich die Familie hinter mir hatte und wir das klären konnten. Genau. Ja, das haben wir, also das ist eben auch der Hintergrund, dass wir eben versuchen, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unsere Interessenten tatsächlich auch darauf vorzubereiten, dass man eben nicht immer nur jeden Tag eitel Sonnenschein hat, sondern dass es schon auch eine ganz schöne Herausforderung ist.
und versuchen zu beraten, in der Auswahl der Programme auch zu schauen, passt es in mein Leben. Es gibt ja Programme, wie du jetzt zum Beispiel gemacht hast, dass du sagst, okay, ich habe als Schülerin in den USA gelebt, dann habe ich noch ein Freiwilligenprojekt gemacht. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten später, Programme mit IFS zu machen, zum Beispiel Work-and-Travel-Programm eben auch zu nutzen, um eben auch in einem Land im neu erworbenen Beruf nach dem Studienabschluss schon erste Berufserfahrungen zu sammeln. Aber auch in vielen der freiwilligen Projekte wissen wir, dass eben auch Studierende sind, die dann eben das als Auslandspraktikum anerkennen. Da hast du ja auch in Sansibar ein ganz schönes Beispiel erlebt. Genau, ich hatte zwei tatsächlich auch. Ich hatte einmal eine Studentin, die Biologie studiert hat und die hatte das dann, dieses Freiwilligenpraktikum wird ja gemacht und als Praktikum anerkennen lassen. Und ich hatte auch, die war kurz vor mir da, ein Mädchen, die hat Design oder so studiert und dann hat die so ein Recyclingprojekt mitgemacht. Das war auch ein Teil von meinem Projekt. Und die hat dann aus alten Plastikflaschen ein Sofa gebaut, also auch mit Mathematik irgendwie verbunden. Und die konnte sich das da auch anerkennen lassen. Also die hat es richtig, dieses Projekt mit einbeziehen können, dass man was auch für später hat. Genau, also das ist eben auch das Tolle an diesen Auslandsaufenthalten, an diesen Projekten, an diesen Programmen, dass man ganz oft die Dinge nutzen kann, um sich ein bisschen auszuprobieren und einfach auch natürlich als Persönlichkeit zu wachsen, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, okay, ich kann es auch nutzen. Ich kann es nutzen für meine Uni-Bewerbung, ich kann es nutzen als Auslandspraktika bis hin zu einem Auslandssemester. Ich wollte schon immer in Kanada leben und ich mache jetzt ein Auslandssemester in Kanada, vielleicht sogar ein bilinguales, das heißt, ich habe vielleicht eine bilinguale Gastfamilie und kann also auch noch eine zweite Fremdsprache auf jeden Fall lernen. Du hast ja auch ein bisschen Swahili probieren dürfen in Zanzibar, richtig? Genau, das ist halt das Coole daran, dass die Projekte auch wirklich von den Einheimischen geführt werden. Und in meinem ersten, also das war aufgeteilt in zwei Projekte und meine erste Projektwoche, sage ich mal, war auf jeden Fall nur mit Einheimischen. Und mit dem einen habe ich mich sehr gut verstanden, dass wir dann dass ich ihm ein bisschen Deutsch beigebracht habe auch, weil er sehr interessiert an der deutschen Sprache war. Und er hat mir halt dafür auch ein paar Wörter Swahili beigebracht, dass ich das jetzt in den paar Wochen nicht so fließend gelernt habe, ist ja auch klar. Aber wirklich einfach so ein paar Höflichkeitsfloskeln und so, sodass man wirklich die Sprache für den Anfang, so für einen guten Start erstmal kennenlernen kann. Das war sehr cool, weil die halt wirklich das Authentischste sind zum Lernen. Genau. Ja, wir haben ja auch in den nächsten zwei Tagen unseren Stand, unseren Ausstellerstand besetzt. Also da kann man jetzt auch direkt draufklicken. Ab morgen zwischen 12 und 19 Uhr, morgen sogar bis 20 Uhr. Und auch da wird es so sein, dass wir ehemalige Teilnehmer dabei haben. Das heißt, ihr könnt euch morgen gerne bei uns einloggen und wir gucken dann einfach, wer dann für welche Programme ihr euch interessiert, können euch dann direkt zum Programm beraten und geben euch dann eben auch die Möglichkeit, mit unseren ehemaligen, mit unseren sogenannten Returnern zu sprechen. Das ist im Übrigen auch eine Form von, ich sag mal, Rückkehrbetreuung. Das heißt, wenn man wiederkommt, hat man eine Menge zu erzählen und das ist natürlich eine schöne Sache, dann eben auch ja anderen Interessenten sehr authentisch ja zu erzählen, was habe ich erlebt, was hat super geklappt, was habe ich gelernt, was hat nicht so gut geklappt. Auch diese Dinge passieren ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert 21? Du hast natürlich Pläne, vielleicht erzählst du uns die noch ganz kurz. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache ja dann meinen Bachelor, bin dann am Anfang des Jahres fertig und ich bin auch gerade schon dabei zu gucken. Also ich will unbedingt nach Costa Rica und nach Kanada und Island auch. Und das sind halt so ein paar Programme, wo ich jetzt meine Zeit nach dem Bachelor nochmal nutzen möchte. Genau, und das will ich halt irgendwie verbinden, dass ich da so ein paar Projekte noch machen kann, so Farmwork, Freiwilligenprojekte. Und ich sag mal, gut, wir wissen ja alle nicht, was durch Corona wird. Aber ganz ehrlich, ich sag mal, ob ich das jetzt nur hier kriege, da kriege und was ich nur mache, ich will halt die Welt trotzdem weiter erkunden und da lasse ich mich davon jetzt nicht aufhalten, sofern es natürlich geht. Also wenn es nicht geht und ich nicht in das Land reinkomme, muss ich natürlich gucken, was ich in der Zeit mache. Aber definitiv sind das nochmal meine nächsten drei Reiseländer, die ich hoffentlich nächstes Jahr bereisen kann. Genau, und auch dann schon mit der Kombination Berufserfahrung ja, zu sammeln und nochmal richtig international unterwegs zu sein. Ganz genau. Genau.
Ja, um vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Eindruck zu geben. Friederike, du hast ja ganz viel so schon erzählt, aber wir gehen schon davon aus, dass natürlich, du hast dich ja auch entschieden, das mit der Organisation zu machen, das mit uns zu machen, mit IFS zu machen. Ja, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also wenn ihr jetzt an dem Punkt seid und denkt so, ach, das wäre cool, wenn ich vielleicht wirklich mal meinen Traum erfüllen könnte und für eine Zeit in meinem Traumland leben könnte. Wir haben ganz oft, wenn ich Gespräche habe mit Bewerberinnen und Bewerbern, die erzählen mir ganz oft, dass sie schon sehr, sehr, sehr lange wissen, dass sie eigentlich unbedingt mal nach Australien wollen oder dass sie unbedingt mal in, wie du jetzt auch sagst, in Costa Rica in einem Projekt mitarbeiten wollen. Das ist natürlich eine super Motivation, aber es ist natürlich auch dann ganz wichtig, dass man eine gute Organisation hat, die einem dann wirklich auch hilft, diesen aus dem ersten Schritt ganz viele weitere Schritte zu machen, um einfach dann eben auch zu dem Punkt zu kommen, dann irgendwann auf dem Flughafen zu stehen und zu denken, ja, jetzt geht's los, jetzt bin ich auf dem Weg, um ins Ausland zu gehen. Letzte Frage, stelle ich jetzt mal so an dich. In welchem Land hast du dich dann am wohlsten gefühlt bisher? Was würdest du denn sagen, ist bisher so dein Favorit? Sehr schwer zu sagen, weil ich sag mal klar, in den USA einfach eine Gastfamilie. Man hat Leute um sich, die man natürlich wirklich zu lieben und schätzen lernt. Da habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Aber andererseits auch die Länder in Afrika, da, weil die Leute einfach so natürlich sind. Man muss sich nicht irgendwie verstellen oder es gibt halt nicht wirklich irgendwie, klar gibt es so Sitten und so, die man einhalten muss, aber man kann einfach man selber sein. Man muss da nicht so drauf achten. Okay, was muss ich jetzt wirklich beachten oder so, außer was halt natürlich die Kultur vorhersagt, sage ich mal. Von daher muss ich sagen, alle Länder haben irgendwie was, wo ich gedacht habe, hier könnte ich mich wirklich für längere Zeit wohlfühlen. Genau. Ich habe gerade im Chat gesehen, dass es eine Frage gab, welche Länder wir anbieten. Also ich habe jetzt hier das mal nochmal kurz aufgemacht, dass ihr das nochmal sehen könnt. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, morgen und übermorgen die Zeit zu nutzen, zu uns zu kommen an den Stand. Dieses Jahr eben mehr digital, nicht so ganz persönlich und vor allen Dingen eben aber auch mit uns zu sprechen. Und ja, vielleicht so ganz zum Schluss noch so ein kleiner Eindruck von dem, was da steht jetzt auch noch Annalena, die sollte eigentlich dabei sein noch, aber jetzt hat es nicht ganz geklappt. Dass ihr einfach so mal so nochmal so einen kurzen Eindruck bekommt, was so an Ländern möglich ist. Und Friederike, du warst ja in einem Schildkrötenprojekt und hattest du jetzt nur die Aufgabe, mit den Schildkröten zu arbeiten oder war da noch mehr? Nee. Also es gab wirklich, man hat zwar ein Projekt, aber da gehört wirklich so viel dazu. Klar, die Hauptaufgabe war sich um die Schildkröten kümmern, mit Verpflegung, Medizin, sauber machen. Aber wir haben auch Seegras gesammelt, wir haben den Strand aufgeräumt oder man kann auch so kleine Touren machen, weil das ja so eine Auffangstation richtig ist. Die natürlich auch mit, also wirklich alles natürlich, auch natürliche Lagune. Und da kommen natürlich auch dann andere Besucher hin. Wir hatten auch ein paar Deutsche da, ganz viele Schulen aus der Umgebung. Und man klärt die dann über Umweltschutz, Natur auf, weil die ihre, was ich leider so schade finde, ist, dass die ihre Natur nicht so schätzen wissen wie wir, weil die sind es gewohnt, das ist für die natürlich, normal. Und da versucht man die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht alles rumschmeißt oder dass man wirklich auch ein bisschen das Feingefühl für die Natur kriegt. Und das war auch so ein ganz großer Teil. Also klar, Tierschutz auch und ganz viel Umweltrecycling, das war ganz groß dabei. Genau. Also gerade im Bereich freiwilligen Projekte gibt es ja eben auch die Möglichkeit, mit Tieren zu arbeiten. Ne? Also zum Beispiel auch in Südafrika oder eben auch in Madagaskar oder in den ganz vielen Ländern, die wir halt haben. Ich gehe einfach mal wieder zurück auf die Weltkarte, weil ich glaube, die ist interessant. Ich sehe das nur an dem, was im Chat steht. Genau. Und würde dann wirklich nochmal für morgen herzlich einladen, eben zu uns an den Stand zu kommen. Ja, Friederike, du hast ja Pläne, du sagst ja, du würdest auf jeden Fall nochmal losgehen, würdest dich jetzt auch nicht unbedingt so einschränken lassen von Corona, aber hast du trotzdem so ein paar Tipps für Leute, die vielleicht noch so ein bisschen hadern und denken, oh, traue ich mich das, traue ich mich das nicht? Ein Auslandsjahr zu machen, Ein Gap hier zu machen, zum einfach Beispiel. machen. Nee, ich kann das wirklich nachvollziehen, besonders auch jetzt zu der Zeit.
man muss sich einfach trauen. Man muss einfach wirklich mit den, klar lässt sich das einfach sagen, aber irgendwann denkt man sich so, okay, in dem Land kennt mich jetzt wirklich keiner. Mir kann eigentlich nichts passieren, weil es sind ja auch alles nur Menschen. Man muss sich einfach trauen. Alles machen, was man irgendwie mal machen möchte. Vielleicht vorher, falls man Angst hat mit der Sprache, dass man einfach vielleicht ein paar Filme guckt oder Bücher liest, das hat mir auch sehr gut geholfen, dass man sich vielleicht auch Gleichgesinnte sucht, über die, mit denen man so reden kann und sich einfach wirklich über die Länder informieren. Und ich finde, das nimmt mir persönlich immer die Angst, auch wenn ich sag mal, Afrika zum Beispiel, das ist ja eine ganz andere Kultur, als was wir haben. Und je mehr ich mich irgendwie mit den Ländern beschäftige und merke, wie cool das da sein kann, was es für coole Sachen gibt, was man erleben kann, was man hier in Deutschland halt nicht unbedingt so hat, da werde ich einfach viel aufgeregter und freue mich richtig auf die Reisen. Und von Corona würde ich mich da gar nicht einschränken lassen. Ich sage mal, klar, kann halt immer was passieren. Kann mir ja hier auch passieren. Und da würde ich auf jeden Fall, ich sag mal, man hat nur einmal im Leben die Chance, so eine Sache zu erleben im Normalfall. Einfach machen. Es ist wirklich eine unglaubliche Zeit. Man lernt wirklich viel, egal ob es, ich sag mal, bei mir wurde es zum Beispiel, habe ich damit nie gerechnet, dass ich mein Dualstudium mal irgendwann bei IFS mache durch mein Highschool, ja. Man lernt halt wirklich viel für sein Leben auch einfach. Man lernt auch Toleranz viel besser. Man kann vielleicht die Kulturen besser verstehen. Genau. Genau. Ja, und von unserer Kollegin Annalena, die ja hier auch mit abgebildet ist, die ja auch als Au-pair in einer Gastfamilie war, ich sollte sie ein bisschen erzählen, aber so dieses Gastfamilien-Feeling, das ist natürlich eigentlich das fast Beste an allem. Und wenn ihr euch das sozusagen vorstellen könnt, also dass ihr eben sagt, okay, dann ich wollte schon immer ein Work and Travel Jahr in Australien machen, kombiniert es. Macht ein halbes Jahr, also seid ein halbes Jahr Au-pair, unterstützt eine Gastfamilie mit der Arbeit, der tollen Arbeit, ihre Kinder zu betreuen. Das ist eigentlich keine Arbeit. Das ist eigentlich für, glaube ich, immer wieder, weiß ich auch, für beide Seiten eine absolute Bereicherung und Inspiration. Auch wenn es natürlich ein Job ist, aber das ist einfach ein Job mit Mehrwert. Und danach dann eben wirklich reisen oder eben in ein Freiwilligenprojekt gehen oder wie auch immer. Also einfach diese Kombination so weit aus nutzen, dass man eben wirklich auch die Möglichkeit hat, so viel wie möglich zu sehen. Und eben nicht nur jetzt in einem Land oder in einem Programm sich so festzulegen. Ne? Genau. Wenn ihr also weitere Fragen habt, dann gibt es eben, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, morgen die Möglichkeit. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf jeden Fall auch an unserem Messestand. Und weil ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und weil wir auch, Friederike, vielen Dank erstmal, dass du das alles mit uns geteilt hast. Also einfach so, das sind ja auch teilweise sehr, sehr persönliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Wir haben in unserem Berliner Büro, aber auch in Bonn und auch in Wien und überall, wo unsere freiberuflichen IFS-Berater sind, auch immer sogenannte Inforunden mit ehemaligen Teilnehmern. Das heißt, ich bin ein ganz großer Fan davon, weil ich eben wirklich denke, also nicht nur für die Schülerinnen und Schüler oder die Studenten oder die Abiturienten, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt so einen Auslandsaufenthalt machen, sondern eben auch für die Eltern oder manchmal kommt auch Oma oder Opa mit, weil sie es auch ganz spannend finden. Ja, diese Inforunden einfach nutzen, um wirklich letzte Fragen zu klären und sich tatsächlich einen authentischen Überblick zu verschaffen, was erwartet mich. Welches Programm passt gut zu mir? Wovon sollte ich vielleicht die Finger lassen? Na, ich sag mal so, wenn jemand Au-pair werden möchte, sollte man eigentlich schon immer so ein bisschen Herzchen in den Augen haben, wenn man über Kinder spricht. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, länger als 2 Wochen an einem Ort zu sein. Und einfach so ein bisschen auch auf sich selbst zu hören, auf sich selbst zu schauen und zu gucken, was passt gut zu mir, was kann mich wirklich so inspirieren, dass ich eben auch wirklich meine Zeit habe. Und last but not least haben wir natürlich auch noch unsere Social Media Kanäle, auf die ich einfach auch nochmal hinweisen will. Es gibt sehr, sehr viele Takeovers auf dem IFS Instagram Account, wo ihr euch auch nochmal, das sind wirklich Teilnehmer, die aus ihrem, von ihrer Reise berichten. Loggt euch da mal ein, guckt euch einfach an, wie hat jemand angestellt, ein Jahr in Kanada unterwegs zu sein oder wie du, Friederike, eben auf jeden Fall eben in Sansibar in Afrika in einer völlig fremden Kultur so begeistert auch wiederzukommen.
Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, euch dann irgendwann irgendwo in Deutschland, Österreich oder Schweiz bei uns begrüßen zu können. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, join the world.